Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei auf Deutsch und auf Englisch. Heute aus dem Rathaus der Schulsozialarbeit der Altkönigsschule in Kronberg gelesen. Und eine Geschichte, die wie die Faust aufs Auge passt zu unserer Arbeit hier an der Schule, nämlich Krise als Chance. Es wird erzählt, wie ein liebender Mann durch lange Jahre hindurch unter den Qualen der Trennung von der Geliebten gelitten hatte und vom Feuer des Fernseins verzehrt war. Durch die Gewalt der Liebe wurde sein Herz der Geduld bar und sein Körper des Lebens müde. Leben ohne sie schien ihm Blendwerk und die Zeit begann ihn zu verzehren. Wie viele Tage verbrachte er ruhelos in Sehnsucht nach ihr und in wie vielen Nächten floh ihm der Schlaf in seinem Schmerz nach ihr. So wurde sein Körper zum Seufzer und die Wundheit seines Herzens machte ihn zum Wehlaut. Vergebens hätte er 1000 Leben verschenkt, um nur einen Tropfen vom Wein ihrer Gegenwart zu kosten, aber es gelang ihm nicht. Kein Arzt vermochte ihn zu heilen und seine Nähe wurde von den Freunden gemieden. Ärzte kennen kein Mittel, um Liebe zu heilen, nur die Hand der Geliebten vermag ihm zu helfen. Schließlich trieb der Baum seiner Sehnsucht, die Frucht der Verzweiflung und das Feuer seiner Hoffnung erstarb in der Asche, sodass er eines Abends lebensmüde sein Haus verließ und die Straße hinauszog. Plötzlich gewahrte er, wie ihn eine Nachtwache verfolgte. Er versuchte zu fliehen, doch die Wache eilte ihm nach und es wurden ihrer viele, sodass ihm am Ende jeder Ausweg verstellt war. Gehetzt schrie er auf, lief ohne Ziel hin und her und stöhnte: Gewiss ist diese Wache Israel, mein Engel des Todes, dass sie sich so eilt, mich zu packen. Oder es ist ein Menschenschinder, der nach mir greift. So kam dieser weitwunde Liebende mit Füßen, die liefen und einem Herzen, das ächzte, bis an die Mauer eines Gartens, die er mit größter Mühe erklomm. Aber oben angelangt, erkannte er ihre schwindelnde Höhe und stürzte sich, sein Leben nicht achtend, hinab in den Garten. Doch siehe, welch ein Anblick! Dort war seine Geliebte, eine Lampe in der Hand, einen Ring suchend, den sie verloren hatte. Und als er, der sein Herz verloren, sie, die es ihm geraubt hatte, ansah, entrang sich ihm ein Seufzer der Erlösung und er rief die Hände zum Himmel erhoben: O Gott, gib der Wache Ruhm, Reichtum und langes Leben! Denn sicher war sie der Engel Gabriel, der mich geführt hat, oder Israfil, der Engel des Lebens, der mich, den Gequälten, erquickte. Dieser Mann hatte recht, denn wie viel Gerechtigkeit und Erbarmen waren in der scheinbaren Grausamkeit jener Wache verborgen. In ihrem Grimm hatte sie den in der Wüste der Liebe Verdursteten zum Meer der Geliebten geführt und die Finsternis der Trennung durch das Licht des Wiedersehens vertrieben. Sie hatte den Entfernten in den Garten der Nähe und die leidende Seele zum Arzt des Herzens geleitet. Hätte unser Liebender im Voraus den Ausgang gesehen, so hätte er von Anfang an die Wache gesegnet und für sie gebetet, in ihrer Grausamkeit die Gerechtigkeit erkennend. Doch da er das Ende nicht absah, begann er von Anfang an zu klagen und zu weinen. Die Wanderer aber in den Gärten der Erkenntnis sehen das Ende im Beginn und darum den Frieden im Krieg und die Freundlichkeit im Zorn. Dies ist der Zustand derer, die in diesem Tal sind. Was indessen die Wanderer in den höheren Tälern betrifft, so machen sie keinen Unterschied mehr zwischen Anfang und Ende. Sie sehen weder Anfang noch Ende. Von Baha'u'llah aus den sieben Tälern. Die sieben Täler sind selber Sinnbild und Symbol. Die Stufen, die den Weg des Wanderers von der irdischen Wohnung zur göttlichen Heimat bezeichnen,
werden sieben gezählt, von manchen als sieben Täler, von anderen als sieben Städte bezeichnet. Und das heißt, dass der Wanderer nicht eher zum Meere der Nähe der Einheit gelangen, noch von dem unvergleichlichen Weine trinken wird, als bis er sein Ich aufgegeben und die Reise vollendet hat. Was für eine Geschichte, what a story, that is so important for our work in the school social work. And now I'm going to read it in English. Crisis as an opportunity. There was once a lover who had sighed for long years in separation from his beloved and wasted in the fire of remoteness. From the rule of love, his heart was empty of patience and his body weary of his spirit. He reckoned life without her as a mockery, and time consumed him away. How many a day he found no rest in longing for her. How many a night the pain of her kept him from sleep. His body was worn to a sigh. His heart's wound had turned him to a cry of sorrow. He had given 1,000 lives for one taste of the cup of her presence, but it availed him not. The doctors knew no cure for him, and companions avoided his company. Yea, physicians have no medicine for one sick of love, unless the favor of the beloved one deliver him. At last, the tree of his longing yielded the fruit of despair, and the fire of his hope fell to ashes. Then one night he could live no more, and he went out of his house and made for the marketplace. On a sudden, a watchman followed after him. He broke into a run, and with the watchman following, then other watchmen came together and barred every passage to the weary one. And the wretched one cried from his heart and ran here and there and moaned to himself, "Surely this watchman is Israel, my angel of death, following so fast upon me, or he is a tyrant of men seeking to harm me." His feet carried him on, the one bleeding with the arrow of love, and his heart lamented. Then he came to a garden wall, and with untold pain he scaled it, for it proved very high, and forgetting his life, he threw himself down to the garden. And there he beheld his beloved with a lamp in her hand, searching for a ring she had lost. When the heart-surrendered lover looked on his ravishing love, he drew a great breath and raised up his hands in prayer, crying, "O God, give thou glory to the watchman and riches and long life." For the watchman was Gabriel, guiding this poor one, or he was Israfil, bringing life to this wretched one. Indeed, his words were true, for he had found many a secret justice in this seeming tyranny of the watchman, and seen how many a mercy lay hid behind the veil. Out of wrath, the guard had led him, who was athirst in love's desert, to the sea of his loved one, and lit up the dark night of absence with the light of reunion. He had driven one who was afar into the garden of nearness, had guided an ailing soul to the heart's physician. Now, if the lover could have looked ahead, he would have blessed the watchman at the start and prayed on his behalf, and he would have seen the tyranny as justice. But since the end was veiled to him, he moaned and made his plaint in the beginning. Yet those who journey in the garden land of knowledge, because they see the end in the beginning, see peace in war and friendliness in anger. Such is the state of the wayfarers in this valley. But the people of the valleys above this see the end and the beginning as one. Now I see neither beginning nor end, and witness neither first nor last.
Out of the Seven Valleys, written by Baha'u'llah. The story of the crisis as an opportunity. Out of The Merchant and the Parrot, Oriental Stories as Tools in Positive Psychotherapy, written by Nosrat Pezeshkian. And this one's has a jubilee this year in March 2019. It becomes 40 years old. 40 years of The Merchant and the Parrot. 40 Jahre Der Kaufmann und der Papagei. Und ich freue mich drauf, wenn ihr morgen wieder einschaltet bei einer neuen Geschichte und wünsche euch für heute einen wunderbaren Tag und denkt über diese Geschichte nach, welche Krise, die ihr heute durchlebt, eine Chance sein könnte. Bis morgen!